Ja, herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz zur Regionalliga Partie BFC Dynamo gegen den FC Schönberg 95, Endstand 5:2. Unserem Gästetrainer zuerst die Möglichkeit, das Fazit zu ziehen. Glückwunsch René zum verdienten Sieg, auch in der Höhe hinten raus verdient. So langsam muss ich hier sehr sachlich bleiben und die Situation auch realistisch einschätzen, egal wie unsere Voraussetzungen waren, als wir hier vor dem Spiel gelandet sind. Das spielt alles keine Rolle, wenn man ständig so viele Gegentore kriegt wie wir, dann ist das irgendwo auch nicht mehr Regionalliga tauglich, was wir dann, glaube, nach dem 2:2 hier angeboten haben, hinten raus. Das war nicht gut, das war unterirdisch. Was wir davor gemacht haben, und das ist ja das Kuriose, das kann ich schon gar nicht mehr so erklären, das war eigentlich ganz okay, wenn man hier beim BFC 30 Minuten lang eine Null hält, dann mit einem Doppelschlag in Rückstand gerät, sich dann aber mit eigener Kraft, mit eigener Moral dort wieder zurückkämpft ins Leben, ein 2:2 macht. Ich glaube, dass beide Elfmeter absolut berechtigt sind oder waren. Dann aber unser Elfmeter gegen uns und so das Genick bricht und uns so aus der Bahn wirft, das ist enttäuschend. Und das ist, ja, das meine ich damit, das ist gar nicht mehr erklärbar. Wir haben hier zu Recht verloren. Wir haben aber auch, glaube ich, bis zur 60. oder bevor das 3:2 fiel, ganz vernünftig unsere Möglichkeiten entsprechend gespielt. Das ist aber nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist, nicht ständig die Bude vorzukriegen, nicht 5 und 4 und 3 Gegentore zu kriegen, sondern mal hinten als Mannschaft besser verteidigen. Das haben wir wieder nicht geschafft. Und das ist im Moment ein großes Problem, was wir haben. Nach vorne geht immer was, das hat man heute auch gesehen, dass wir nicht nur diese beiden Tormöglichkeiten hatten, dass wir da ein, zwei sehr, sehr gute Konter haben. Aber defensiv reicht das aktuell nicht. Und da ist es auch uninteressant, ob da diverse Spieler fehlen. Weil wir verteidigen als Mannschaft, wir spielen als Mannschaft nach vorne. Das ist im Moment nicht gut, das ist auch sehr fragwürdig. Da müssen sich meine Spieler mal hinterfragen, ob sie dort auf dem Platz alles geben, um dort ein Gegentor zu verhindern. Ob sie alles geben, um ein Tor zu machen. Selbst beim Stand von 5:2 kann man in der 90. noch ein Tor machen. Ja, dann ist noch ein bisschen Ergebniskosmetik. Viele Sachen, die bei uns im Moment nicht so stimmen. Ich glaube auch, dass wir uns von den vielen guten Ergebnissen Anfang der Saison haben leiten lassen. Und dass wir im Moment in der brutalen Negativspirale sind. Und dass wir dort so schnell wie möglich rauskommen müssen. Sonst wird es ganz, ganz duster. Sonst holen wir bis zum Winter, glaube ich, keinen einzigen Punkt mehr. René, euch alles Gute. Ja. Wir sehen uns im Rückspiel. Danke. Dankeschön, Herr Riechentiet. René, dein Fazit zu 90 Minuten. Ja, wir können natürlich so auch nicht zufrieden sein. Wir sind gut ins Spiel reingekommen, haben dann auch schnell geführt. Und das war vernünftig, aber dann darf man das auch nicht mehr hergeben. Da waren wir dann ja nachlässig gewesen in den Zweikämpfen im Mittelfeld, haben dann zu viel dem Gegner zu viel Raum gelassen und sind dann auch verdientermaßen auch bestraft worden. Also wie gesagt, ich sehe das genauso auch mit den Elfmetern, das war absolut berechtigt gewesen. Und ja, dann steht es auf einmal 2:2 und wie gesagt, unser Spiel nach vorne war okay gewesen, wir haben uns da Chancen rausgespielt, aber auch da kann man konsequenter sein. Aber alles, was auf unser Tor zugelaufen ist, wenn wir Bälle verloren haben, war auch gleich immer gefährlich gewesen. Und da müssen wir halt dran arbeiten, dass wir dort stabiler stehen und dass wir halt ja auch aus so einer Führung heraus dann nicht mehr ins Schwanken geraten. Weil das kann natürlich auch mal schief gehen. Ja, ich hatte den Eindruck selbst, dass Schönberg immer wieder so, hallo, bitte nochmal wach werden. Und dann waren sie ja eigentlich auch immer wieder gefährlich vom Tor nach dem 2:0. Das meine ich ja, das ist das. Wir haben da zu viel zugelassen und gut, jetzt kann man sagen, man hat vielleicht jetzt 3 Wochen auch kein richtiges Spiel gehabt. Vielleicht, es hat mir so stellenweise so ein bisschen so diese Lauffreude gefehlt und auch so die Einsatzbereitschaft, das Zweikampfverhalten, so ein bisschen die Aggressivität. Also das können wir sicherlich besser und das müssen wir auch besser machen. Ja, besser war es auf keinen Fall aus meiner Sicht mit dem Rasen. Also der scheint die Pause nicht optimal genutzt zu haben. Tat es denn beiden Mannschaften gleich schwer? Also von oben sah es doch sehr löchrig aus. Ach, das ist okay und das ist auch wenn Jammerei. Also das ist vernünftig, man konnte vernünftig Fußball spielen und das ist für beide Mannschaften gleich. Also braucht man da nicht rumjammern.
Gut. Gibt es noch Fragen seitens der Presse an den Trainer? Ich sehe es nicht der Fall. Dann wünsche ich einen angenehmen Heimweg und einen guten Start in die nächste Woche. Vielen Dank.